Ein Billardstock trifft eine 0,2 Kilogramm schwere Kugel mit einer Kraft von 50 Newton. Die Berührung zwischen Stock und Kugel dauert 10 Millisekunden. Klein a, mit welcher Geschwindigkeit wird die Kugel sich nach dem Schock bewegen? Und klein b, wie groß ist dann der Impuls der Kugel? Hier die Angaben. Die Masse m der Kugel beträgt 0,2 Kilogramm. Die Kraft F beträgt 50 Newton und die Zeit T beträgt 10 Millisekunden, das heißt 0,010 Sekunden. Gefragt werden in klein a die Geschwindigkeit V der Kugel nach dem Schock, wir werden diese Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde ausdrücken, und in klein b wird der Impuls P der Kugel nach dem Schock gefragt, Impuls, den wir in Newtonsekunde ausdrücken. Diesen Impuls werden wir durch diese Formel finden können. Beginnen wir mit klein a. Durch das Grundgesetz der Dynamik wissen wir, dass F gleich m mal a ist. Aus der Kinematik wissen wir, dass die Beschleunigung a gleich V auf T ist. Aus diesen zwei Formeln können wir also schließen, dass F gleich MV auf T ist und demzufolge ist V gleich F mal T auf M. Wir ersetzen F durch 50, T durch 0,01 und M durch 0,2. Und somit finden wir als Geschwindigkeit V 2,5. Die Geschwindigkeit der Kugel nach dem Schock beträgt also 2,5 Meter pro Sekunde. Jetzt kommen wir zu B und nutzen die Formel P gleich M mal V. Wir ersetzen M durch 0,2 und V durch 2,5. Und somit finden wir als Impuls der Kugel nach dem Schock 0,5 Newton Sekunde.